Hi, ich bin Jans von newgadgets.de und habe hier das sogenannte MacBook Air Klon, oder so wird es zumindest im Internet genannt die ganze Zeit. Es ist von Optima, wie ihr sehen könnt, und ähnelt dem MacBook Air ein wenig, ist aber nicht so dünn. Ich zeige euch mal die Anschlüsse. Also auf der rechten Seite haben wir nur einmal USB und einen Netzteilanschluss, hinten gar nichts. Und hier auch eine Klappe mit einmal USB, dann hier ein Kopfhöreranschluss und einmal Mini-HDMI und einen Netzwerkanschluss. Also das waren auch schon die ganzen Anschlüsse. Wie ihr seht, nicht sehr viel. Es hat eine glossy weiße Oberfläche und der Akku ist nicht ohne weiteres wechselbar. Man muss hier die Schrauben lösen, dann kann man ihn wechseln. Das ist natürlich sehr schade. Aber dafür ist das Gerät billig, also das dürfte so $300 oder so ähnlich kosten. Das ist schon ganz gut. Windows XP ist hier drauf installiert. Und eine ganz anständige Auflösung. Schauen wir uns nochmal die technischen Daten an. Also wir haben hier den Intel Atom N280 mit 1,66 GHz. Dann halt 12,1 Zoll Display mit WXGA Auflösung, 160 GB. Dann noch 102.11 ABG Wireless LAN, eine 1,3 Megapixel Kamera und 1 GB Arbeitsspeicher. Ein angenehm großes Touchpad mit einer Tastenwippe und eine angenehm zu schreibende Standardtastatur auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein schönes Gerät. Habe ich von Charbex bekommen. Hier unten habt ihr dann noch ein Video von ihm. Das werde ich dann verlinken auf YouTube. Und das war das Optima. 12 Zoll MacBook Air Klon. Ich weiß jetzt nicht, ob der Name Mini-Laptop ist. Aber es ist kein anderer Name hier drauf. Also ist es anscheinend das Optima Mini-Laptop.